Ein herzliches Willkommen an alle Gäste heute Abend. Schön, dass Sie uns wieder begleiten zur Dumb Lecture. Die letzte jetzt vor der Sommerpause. Ende August machen wir weiter. Ich möchte gerne zu dem heutigen Thema an Jörg Förster übergeben. Peter Schmal begleitet uns heute leider nicht. Der ist jetzt im Urlaub, oder? Ja, genau. Jetzt ist der Peter mal im Urlaub. Wie wahrscheinlich auch viele andere von den schönen Tagen gemacht. Aber ich glaube, wir sind heute immer noch eine nette kleine Runde für die Projektvorstellung von Peter Dürstinger und den Herausforderungen des Bauens. Hallo? Hallo, jetzt hören wir Sie. Hallo. Ja, komischerweise hat es heute irgendwie nicht funktioniert mit dem Lautsprecher, ne? Wir haben Sie vorhin ganz gut gehört. Am Anfang hat es ganz gut geklappt. Echt? Haben Sie mich gehört? Ja, da hatte ich sie auch kurz, aber dann hat das Symbol einfach nicht mehr geklappt. Insofern. Sie haben auch die Möglichkeit, sonst beim Audio wieder auf das Computer-Audio zu wechseln. Vom Telefon auf Computer-Audio. Aber ich höre Sie jetzt über Lautsprecher-Telefon. Ach, sehr gut. Wir hören Sie auch gut. Das ist schön. Sage ich schönen guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Dürstinger, auch an dieser Stelle. Jörg Förster wird jetzt ganz kurz einleiten in den Abend und dann überlassen wir Ihnen gleich die Bühne. Jawohl, sehr ja. Schön. Also, auch Ihnen, Herr Dürstinger, schönen guten Abend. Fein, Sie wieder mal zu sehen. Es ist ja schon eine Zeit lang her, dass wir uns da in Gonnersdorf getroffen haben. Die Diane, auch mich freut es, heute wieder dabei sein zu dürfen. Die Chancen vom Bauen im ländlichen Raum. Im vergangenen Jahr war es ja tatsächlich so, dass wir bei dem Blick auf die Auswahl gelungen ist, wie auch die Shortlist des DRM-Preises festgestellt haben, wir sind eine Vielzahl von Projekten im ländlichen Raum, im direkt ländlichen Raum, in kleineren Städten. Das ist ja auch ein Themenbereich des Bauen dort, das auch der Bundesstiftung für Baukultur bewusst. Das war ja Schwerpunkt beim Baukulturbericht 2016-17 gewesen. Und wir hatten dann im Folgenden auch das aktuelle Jahrbuch Rainer Nagel von der Bundesstiftung für Baukultur gebeten, uns mal so einen kleinen Überblick zu diesem Thema zu geben, was das betrifft. Und vielleicht muss man sich da einen statistischen Wert vergegenwärtigen, dass insgesamt über 50% der großen Gruppe der 30- bis 59-Jährigen, wenn man sie fragt, wo sie wohnen wollen würden, unabhängig von der jeweiligen beruflichen Situation und finanziellen Fragen, sie angeben im ländlichen Raum, nicht in Mittelstädten, sondern wirklich im ländlichen Raum. Das merkt man ja dann auch wieder, wenn man aktuell so ein bisschen durch den ländlichen Raum fährt. Habe ich gerade gestern gemacht. Ich war in Luxemburg, habe mir da ein Projekt angeschaut, bin so an der Mosel angefahren mit so Regionalzügen. Ja, die Campingplätze quellen über, also die Begeisterung für die Region ist ganz stark, aber gleichzeitig gibt es diese andere reale Tendenz der Abwanderung. Und da ist natürlich interessant, was für architektonische Impulse einmal von Kommunen im ländlichen Raum gesetzt werden, aber eben auch von privaten Bauherren. Also das darf man ja nie vergessen, das ist der ganz entscheidende Punkt, um den es auch immer wieder beim DRM-Preis und den Projekten geht. Die guten Projekte, die wir da vorstellen, von denen die Jury zum DRM-Preis überzeugt hat, sind allesamt Projekte, wo zwei Seiten zusammenkommen, nämlich auf der einen Seite die planenden Architekten und auf der anderen Seite auch eine Bauherrenschaft, die gewillt ist, jetzt wirklich einen ganz wesentlichen Schritt zu tun und nicht einfach ein 0815-Gebäude zu realisieren. Und das, denke ich, ist ein wunderbares Beispiel, auch die Hofstelle Stiegler in Gonnersdorf bei Kadolsburg, wo der Peter Dürstinger wirklich eine ganze Hofstelle wieder aufgebaut hat, die vormals abgebrannt war. Ich denke, er wird das uns da ein bisschen erläutern, diesen ganzen Weg dahin. Es ist eine Sache, wo eben tatsächlich eine kleine dörfliche Gemeinschaft auch weiterhin ihre Identität erhalten hat. Das ist ja auch so ein tragischer Punkt. Häufig kommt man in Dörfer, die schlicht und einfach ausgebrannt sind. Also man erkennt die historische Struktur, 3- oder 4 Seitenhöfe, die es dort gab. Man sieht so, wo vielleicht das Gasthaus war, aber eigentlich die ursächliche Produktivität dort ist verschwunden. Die Höfe sind längst nicht mehr in Betrieb, teilweise dann umgewandelt, vielleicht so mit der Hoffnung Ferienhäuser, aber das eigentlich findet dort nicht mehr statt. Und auch da ist es ein Projekt, das eigentlich höchst spannend ist, jetzt auf einer nicht nur architektonischen Seite, da ist ja diese Hofstelle Stiegler auch eine Neuerfindung der wirtschaftlichen Möglichkeiten im ländlichen Raum. Oder was kann eine Landwirtschaft produzieren? Was sind da Themen? Auch das kommt mit rein. Also ich denke, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Und subjektiv möchte ich vielleicht noch anfügen,
Also es lohnt wirklich den Weg ohnehin nach Franken, auch nach Mittelfranken, also den Weg von Nürnberg nach Fürth und dann ein Stück weiter kommt Karlsburg. Wirklich sehr, sehr romantisch, also für alle, die so ein bisschen auf Burgund stehen. Und wenn man dann durch diese wunderschöne Landschaft fährt, kommt man irgendwann nach Karlsburg und dort zu Hofstätten Stiegler. Und ja, da kann man tatsächlich auch so einen kurzen Halt machen. Aber Peter Dürschinger wird uns das berichten. Ich würde jetzt Herrn Dürschinger einmal den Bildschirm übertragen. Das Publikum möchten wir gerne bitten, wenn Ihnen Fragen in den Kopf kommen, gerne einfach eintippen. Meine liebe Kollegin Wiebke Becker ist heute wieder im Hintergrund und wird entweder sofort die Fragen beantworten können oder wir nehmen diese gerne auf für später, wenn wir ins gemeinsame Gespräch gehen, nach Ihrem Vortrag, Herr Dürschinger. Dann würde ich gerne starten. Sie sehen schon, Herr Foster, nochmal Dankeschön für die Einleitung und Frau Slawitsch. Das ist wirklich ein großes Thema, natürlich, wie Sie das angedeutet haben, momentan mit dem Strukturwandel am Land und auch in der Stadt. Auch wir haben das bei dieser Hofstätte Stiegler natürlich auch erfahren und am Rande natürlich unserer ganzen Recherchen sehen wir natürlich eine ganz ähnliche Entwicklung. Und insofern hatten wir natürlich auch, was das Thema Stadt-Land betrifft, und da würde ich Sie gerne mal ein bisschen einführen in das, wo eigentlich dieses Gonnersdorf liegt, auch landschaftlich gesehen, vor allem jetzt mit der Vorrede von Herrn Foster. Sie sehen da im Prinzip diesen Ort Karlsburg, der als eigentlicher Ort mit einer jüngst renovierten Burganlage in dem Landkreis von Fürth liegt. Fürth sehen wir hier und am Hintergrund Nürnberg. Also es ist ein großer Speckgürtel um diese Metropolregion Nürnberg-Fürth herum. Und dort befinden sich dann Marktzentren wie der Markt Karlsburg und dazu natürlich dann auch im Kleinen dienende kleine Gemeinden wie der Ort Kneimersdorf oder Rossendorf oder hier dieser Ort Gonnersdorf, zu 2 Kilometer dann in der Nähe des Tillenbergs, weil man sieht schon eine sehr landwirtschaftlich geprägte Landschaft um diese Höfe herum. Es sind meistens kleine Zeilendörfer, die sich so im Laufe der Zeit auch zu Haufendörfern nochmal entwickelt haben. Aber da gibt es eine große Durchgangsstraße und leichte topografische Bewegungen. Aber wenn wir uns jetzt hier mal grob an der Karte ein bisschen orientieren, dann sehen wir schon, dieser Stieglershof, der liegt hier im Zentrum des Ortes und auch der Neue natürlich. Und was wir hier schon am Rand sehen, das sind Hallen, Trocknungshallen und hier im Hintergrund schon die ersten Anfänge einer Haselnussproduktion, die eigentlich jetzt vor 10 Jahren circa begonnen worden ist und die eigentlich ursächlich auch mit der Umgestaltung und der Neuorientierung dieses Hofes zu tun hat. Wenn wir in die kleine Struktur mal reinschauen, dann ist es so, wir sehen also dieses kleine Straßen- oder Zeilendorf und das ist ein bisschen so geprägt, dass diese kleinen Bauernhöfe, die sich da in kleinen Hofstrukturen um die Straße gruppieren, entlang dieses Farnbachtals, dann auch früher durch diese Zeilenanordnung in der Landwirtschaft dann mehr zur Straße hin orientiert haben, aber dann im Übergang zur Landschaft dann ihre Feldstrukturen aufgebaut haben. Und wenn wir hier jetzt in diese Struktur mal reinsehen, da ist es so, da sehen wir den Stieglershof schon in seiner neuen Fassung. Die Dimension war auch früher historisch so gewesen. Und im Anschluss daran hat sich auch in den letzten 10, 20 Jahren ein kleiner Reiterhof auch aufgebaut, der natürlich auch dazu gedient hat, diese Strukturen am Land aufrechtzuerhalten. Aber man sieht an dieser Karte schon mal ganz schön, wie die Orte und diese neuen Strukturen der Höfe dann auch verbunden sind mit der Landschaft. Da mal ein kleiner Eindruck, das ist so von der Nordseite her, wenn man auf das Dorf kommt, man kennt ein bisschen diese topografische Struktur und man kennt auch hier noch den alten Hof, der sich so ein bisschen giebelständig dann zur Straße orientiert hat und nach hinten aufgemacht hat. Viele giebelständische Häuser, auch werde ich später noch ein bisschen darauf eingehen, diese Knappheit und diese Struktur und Begrenztheit auch in der Bauteilform und in der kubischen Ausformung dieser Dächer, ein typisches Bild eigentlich auch für unsere mittelfränkische Region. Da haben wir eine kleine ehemalige Hofansicht, wie der Hof bisher so war, mit einer großen Scheune, die abgeschlossen hat nach Westen, diesen Durchfahrten, die auch ganz klassisch und traditionell sind, um vom Hof dann in die Landwirtschaft zu kommen. Und dann eben auch mal für uns dieses Projekt jetzt, wie es auf uns zugekommen ist, eigentlich in einer ganz anderen Form.
Und zwar, wie der Herr Fastner auch schon betont hat, mit einem Hofbrand. Es ist eine ganz eigene Geschichte gewesen. Das sieht man nochmal auf diesen Bildern, diese Löscharbeiten, die fast eine Woche lang gedauert haben, um eigentlich dieses Heulager wieder einigermaßen zur Ruhe zu bringen, aber was natürlich letztlich nicht gelungen ist. Aber das war so der Auftakt, dass wir in das Projekt hinein hatten. Und normalerweise sind wir beschäftigt mit Wettbewerbsarbeiten, aber da kam so eine Art Hilferuf. Da ist was passiert im Landkreis und ich wohne selbst im Landkreis. Und mal vorbeischauen, ist ein ehemaliger, die Kinder sind miteinander befreundet, da ist was Schlimmes passiert, schau dich mal um. Und als wir dann recht dann rausgekommen sind, habe ich eigentlich dann nur noch diese Situation erlebt, dass eigentlich der Hof komplett abgebrannt ist, die ganzen Giebelwände sind eingestürzt auf die Nachbarseite. Und das hat, wie gesagt, im Vordergrund sieht man das nur ganz gut, längere Löscharbeiten nach sich gezogen. Kranbahnen sind eingestürzt und es ist nur ein ganz kleiner Teil dann eigentlich von dem Hof übrig geblieben. Man sieht hier vorne noch einen kleinen Teil, das war diese ehemalige Schmiede. Das ist insofern auch ein ganz interessantes Bauteil, weil dort hat eigentlich alles so drin stattgefunden, wozu früher die Bauern eigentlich in der Lage sein mussten, von der Wagnerei bis hin über eine Schlosserei, Hufeisen, Fertigen. Und dann landwirtschaftliches Werkzeug auch wieder gangbar zu machen. Und auf der rechten Seite sehen wir noch den Rest des ehemaligen Wohnhauses mit dieser Brandwand, die da gestanden war und die eigentlich schon ganz stark durch diese Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und das war so als Torso, was eigentlich noch gerettet worden ist und natürlich von viel, viel Naturmaterial, was übrig geblieben ist in Form von restlich stehenden Sandsteinwänden. Man sieht hier nochmal den restlichen Abfuhrarbeiten durch die Traktoren der Bauern. Und so eine Situation, die im Nachgang dann entstanden ist, man sieht auch schon mal ein bisschen dieses Selbstverständnis mit diese Landwirtschaft. Und das sind jetzt die Eltern der Bauernfamilie, die dann sich da provisorisch eingerichtet haben. Die Sandsteine liegen noch rum, Baumaterial liegt rum. Aber die Mutter hat noch eine Kriegsgeneration, die haben das mit einem Selbstverständnis weggesteckt und haben sich immer wieder improvisiert in diesen neuen Strukturen, um dann wieder ganz von neu aufzuwachsen. Ja, der Fritz Stiegler als Bauherr kam auf mich zu und die interessante Geschichte ist die, dass er vor 10 Jahren eigentlich gesagt hat, ich gehe in eine andere Struktur, ich verlasse diesen landwirtschaftlichen Weg und die Abhängigkeiten Export-Import, sondern ich fange an mit Haselnüssen und konzentriere meine ganze landwirtschaftliche Produktion auf die Haselnussproduktion. Es gibt mittlerweile, das hat er mir letzten Endes, über 150 verschiedene Sorten bereits in Deutschland. Er ist einer der Vorreiter bei uns und hat eigentlich schon im alten Hof angefangen, diese Nüsse zu kultivieren, zu rösten. Und das sollte auch der neue Auftakt eigentlich sein, wenn man jetzt neu beginnt für den Hof. Der sollte zukunftsgefähig gemacht werden, eben auch für diese neue Produktion. Und was für uns jetzt dann ganz mit entscheidend war, war natürlich, man sieht es hier im Umgriff schon ganz gut, dass wir, um den neuen Hof funktionsfähig zunächst zu gestalten, natürlich eine große Freifläche gebraucht haben. Es gibt eine Fallentopographie von Südwest nach Nordost, die war aufzunehmen in irgendeiner Form. Und was vor allem ganz wichtig war, wir mussten ja die Ränder der Baustruktur wieder besetzen, um überhaupt eine funktionsfähige Hofstelle zu kriegen. Und da hat natürlich das, was die Sachen der Genehmigung und die Genehmigungsbehörden, auch die Nachbarn natürlich dann erheblich dazu beigetragen, dass das in unkonventioneller, schneller Form stattfinden hat können. 2014 im Februar war dieser Hofbrand und es musste die nächste Ernte eigentlich gerettet werden, war ganz wichtig für den Hof, um auch zu überleben. Und insofern viele Menschen, die sich beteiligt haben aus der Nachbarschaft, Handwerker, Nachbarn, die alle eigentlich mitgeholfen haben, dass wir da auf die ganz schnelle und kurze Zeit im Prinzip dann auch wieder eine funktionsfähige Einrichtung bekommen haben. Die hat dann angefangen mit der ersten Haselnusstrocknung im Außenbereich, aber gleichzeitig schon mit der zentralen Stelle des neuen Hofladens. Die alte Schmiede konnten wir erhalten.
Wir haben ein Lagerbau nachfolgende Gebäude aufgebaut bis hin zur Werkstatt und auf der Südseite dann das große Heulager, das ursprünglich schon da war, das auch dafür da ist, die Pferde zu versorgen im Nachgang. Dann im Prinzip eine Schlepperhalle, wie das so üblich ist als große Einrichtung am Land. Dann danach eine Hackschnitzelheizung, die eigentlich im Prinzip alles versorgt. Und dann hier schon in ersten Ansätzen das neue Wohnhaus, das dann eigentlich in der zweiten Form gekommen ist. Hier nochmal in der Übersicht, wie dieses Thema eigentlich aufgebaut wurde von uns dann in der neuen Struktur. Mir war jetzt ganz wichtig, auch im Entwurf, nicht nur jetzt den Hof zu betrachten, sondern auch diese kleinteiligen Funktionen um das Gebilde herum. Mit einer Austragswohnung mal später für die erste Generation, die gefordert war, mit einer kleinen feinen Innenhofsituation, bei der man auch im Außenbereich Haselnüsse verkosten kann, wo man kleine Lesungen halten kann. Die Kundschaft und die Leute, die gern also kommen, vorbeischauen, ein bisschen informiert, ihnen Zeit gibt, ein bisschen zu entspannen. Vorfeld eine neue Vorfahrt und als Auftakt natürlich den Erhalt dieser kleinen Schmiede. Und insofern steht hier jetzt schon in der ersten Skizze mal eine Dachlandschaft, die uns eben ganz wichtig war, als neue Interpretation das Ganze wieder zu verorten. Im Detail sieht man das hier nochmal ganz gut, was wir gerade schon im Lageplan erkannt haben, mit dem Thema dieser funktionalen Einrichtungen, das kleine Thema des Bauerngartens, Kastanienhof und dann der Übergang, das klassische Thema, haben wir nach wie vor aufrechterhalten in die freie Feldflur, aber in dem Fall Anschluss des Reiterhofs. Ja, von der Materialität her war es ganz wichtig, dass wir eigentlich schon aus der finanziellen Not heraus und aus diesem schnellen Eingriff und der Hilfe relativ schnell d'accord waren, die bestehenden Materialien zu übernehmen. Das, was da war, aus den Giebelwänden teilweise reingebrochen war, wieder zu verwenden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und natürlich, und es war den Bauern ganz wichtig, auch das eigene Holz wieder weiter zu verwenden. Insofern ist eine Mischform herausgekommen. Wer sieht hier von mal das spätere Wohnhaus und hier den Auftakt nochmal im Schnitt. Eine Mischform herausgekommen aus traditionellem klassischem Zimmererhandwerk. Hier in dem Fall, was das neue Wohnhaus betrifft. Aber in den rückwärtigen Gebäuden dann auch die Thematik Holz und Stein und natürlich das Thema Brandschutz in Nachbarwänden, wo man natürlich dann in der Mischbauweise entsprechend auch natürlich Vorteile gesehen haben. Wir sind, das sieht man hier schon mal im ersten Detailplan, das ist jetzt hier mal so eine aufgearbeitete Skizze, muss man sagen, weil wie wir dazu gekommen sind, ich habe eigentlich durch die Kürze der Zeit und die schnellen Entscheidungen und auch derjenigen Leute, die auf der Baustelle gearbeitet haben, natürlich sehr viel aus der Hand gearbeitet am Anfang, viele Skizzen, viele Themen, die aufgenommen worden sind, sofort umgesetzt in neue Details. Später haben wir das dann natürlich in ordentliche Zeichnungen zusammengefügt, dann auch für die Holzbauer, was man hier mal ganz sieht, diese Mischform, das ist jetzt zum Beispiel die Eingangssituation in den neuen Hofladen. Da haben wir diese Fichtenbretter des Bauern noch wieder aufgenommen. Das hat er dann selbst auch im Prinzip aufgebracht oder im Außenbereich dann auch die ganzen Holzverschalungen, Türelemente dann eher in modernerer Form und eher funktionaler Form. Da sieht man mal einen Schnitt eigentlich, wie wir das aufgebaut haben. Das ist so ein bisschen diese Auftaktsituation gewesen des Hofladens. Wir wollten dieses Thema verkaufen, sich interessant machen, dieses Thema eigentlich wieder so eine traditionelle Form zurückführen. Auch diese Verkleidungen sieht man bei uns oft, diese halbtransparenten Holzverkleidungen, dieses Durchsinn, das sieht man vor allem in den Außenbereich bei Hühnerställen oder Nebengebäuden, dort wo auch eine Durchlüftung notwendig ist. Das haben wir solche Themen wieder aufgenommen, um natürlich auch die ganze Konstruktion in einer Art Knappheit und funktionellen Übergangsform wieder in eine ganz klassische Architekturform zu überführen. Mal hier das erste Foto, das ist dieser Zwischenraum, wo man eigentlich dann auch mal nach oben dieses Licht bis in den Giebel geführt haben, von innen nach außen. War mir ein Anliegen auch, dass man das wirklich auch in einer Maßstäblichkeit noch behält, dass es nicht zu kathedral wirkt, sondern eher natürlich dieser Stallform, dieser ursprünglich fränkischen Stallform wieder nahe kommt. Und man sieht ja auch, wie das konstruktive Thema hier schon auch im Innenbereich und in der Wirkung nach draußen dann eine
für uns eine wichtige Bedeutung gehabt hat. Auch das ist ein Detail, das wir selbst entwickelt haben. Es gibt ja in Franken diese extreme Knappheit der Bauform, vor allem mit den Übergängen von den Dächern in die Wände hinein. Andererseits in Oberbayern, wo diese weit ausladenden Schützendächer ja da sind. Ich glaube, bei uns in Franken war es eher einfach die begrenzten wirtschaftlichen Mittel, solche weit ausspannenden Dächer auch zu konstruieren. Und deswegen ist das klassische Dach bei uns endet eigentlich früher ganz ohne Rinne. Und hier haben wir eine ganz eigene Rinne entwickelt, die wir dann auch zusammen mit dem Nachbarn, dem Flaschner, entwickelt haben und der diese Knappheit in den Giebelseiten auch nochmal darstellt, in den Übergängen. Man sieht hier nochmal einen Schnitt durch zwei Situationen. Einmal diese raumhohen Fenster, die Rösterei dann auch nach draußen bringen soll. Und hier auch mal diese verschatteten Fenster nach Süden mit den vorgesetzten Holzlamellen. Immer unter der Prämisse, traditionelle Materialien weiterzuverwenden. Knappe Ziegeldächer, hier eine Biberschwanz-Doppeldeckung, auch bei uns ganz klassisch im Mittelfränkischen. Also die Wiederverwendung eigentlich ganz herkömmlicher, klassischer Bauformen. Hier nochmal diese neue Interpretation der knappen Giebel, knappen Ansatz der Biberschwänze, kleines Stirnbrett noch davor und im Prinzip dann diese Konstruktion, die wir gerade schon gesehen haben. Dann hier mal der Blick aus dem kleinen Innenhof schon aufs neue Wohnhaus, diese Kleinteiligkeit, die Übergänge. Mir war wichtig, dass wir gerade diese Spannung aufrechterhalten zwischen kleiner Platzbildung, Intimität und dem Übergang der beiden Bauformen als neu. Das auch wieder in eine ganz feine atmosphärische Stimmung zu bringen. Hier mal der Hofladen und die nachfolgenden Gewerke von außen in der Gesamtform. Wieder traditionelles Pflaster verwendet im Außenbereich. Mittlerweile auch hier noch die alte Schmiede, noch in der Ursprungsform. Jetzt ist es eigentlich schon ein wichtiger Teil des Hofladens geworden. Es ist die alte Schmiede intern erhalten worden und es stehen bereits dann Automaten und Dinge zur Verfügung, wo man auch außerhalb der Geschäftszeiten quasi dann seine Haselnusscreme, die Haselnüsse, mittlerweile Haselnusseis, all diese Dinge, die um die Haselnuss sich entwickelt haben, mit anderen kulinarischen Einrichtungen in der Gegend dann auch aufgebaut haben. Also da hat sich zwischenzeitlich wirklich eine tolle Entwicklung aufgezeigt. Im rückwärtigen Bereich dann, das war das nächste Thema, natürlich eher eine industrielle Form. Das sieht man hier schon im Aufbau dieser Nebengebäude, Heulager und auch der Werkstatt. War wichtig, wir hatten da mit Unternehmen zu tun, die das klassischerweise tun. Diese Dachform, die wir jetzt hier schon im Ansatz mal sehen, die richtet sich eigentlich mehr ein bisschen nach der Südseite schon für die Bestückung von Solarmodulen, von Photovoltaik. Das wird ein zweiter Schritt sein, aber man sieht hier schon all die in die Topografie eingebetteten Bauteile sind massiv, auch hier hinten diese Betonrückwände und alles, was sich dann über diese Massivität hinaus aufbaut in einer klassischen Holzkonstruktion, die auch vorgefertigt ist und die natürlich auch sehr stark wirtschaftlichen Bedingungen unterliegt, insofern vorgefertigt unter Mithilfe örtlicher Unternehmen und dann im Prinzip schon wieder die ganzen Verschalungen, Verschalbretter vom Bauherrn selbst im Prinzip bereitgestellt und natürlich unter eigener Regie auch dort verwendet. Hier mal eine kleine Skizze, die ich noch gefunden habe. Also das ist sowas, das ist nur als Beispiel, was man vor Ort dann festlegt mit den Handwerkern, bevor es dann in die Reinzeichnung geht, damit die schon mal arbeiten können. Und wie gesagt, immer unter dem Thema, es musste ja auch relativ schnell gehen, um eine vernünftige Form wiederherzubringen, die dann im Gesamten eine rote Linie natürlich über das ganze gesamte Projekt auch beinhaltet. Und deswegen war diese schnelle Arbeiten über Skizzen, wie hier zum Beispiel das Vordach mal von der Werkhalle, die ansonsten natürlich nur, ich sage jetzt mal mit Trapezblick oder anderen Dingen natürlich einfach davor gesetzt werden, aber einfach hier nur mal ein bisschen das Bemühen, auch das wieder in die holzkonstruktiven Dinge einzubinden, um die Gesamtgestaltung einfach weiterzuentwickeln.
Ja, ein wichtiges Thema war dann natürlich anschließend auch das Thema Innenausbau. Auch dort natürlich versucht, das Thema der Haselnussvermarktung ein bisschen mit aufzunehmen, mit Hölzern, mit dem Thema Holz, mit dem Thema des Gerösteten. Und man sieht hier schon mal eigentlich ganz, ganz einfache Regalsysteme, die der Bauherr auch selbst natürlich schon mitgebaut hat und die er dann mit integriert hat. Und hier als Kernstück natürlich, das war so ein Thema eigentlich, das an den Verkaufsraum hineinwirken sollte, das war ein Bauherrnwunsch gewesen. Auch diese Röstmaschine, in der dann später natürlich die vorgetrockneten Nüsse dann auch geröstet und fertig zur Vermarktung bereitgestellt werden. Zwischenzeitlich, also man sieht es hier nochmal, dass es hier ganz einfache Systeme sind. Wir haben ein bisschen mit Farbe hier auch gespielt, um hinten mit einem großen Fenster, oben ein kleines Büro, wo man dann natürlich Kontrolle über den Raum auch hat, wenn mal weniger Kundschaft da ist. Ein kleiner Tresen vorne, ein Verkaufstresen. Kleine einfache Dinge, die im Prinzip, ich sage jetzt mal, ein bisschen hinführen sollen zu diesen Naturprodukten, das war wichtig. Da vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu. Mittlerweile ist es ja die nächste Generation schon. Der Bauer hat zwei Söhne, wovon einer den Hof ja übernommen hat und die Haselnussvermarktung natürlich weiterführt. Also diese Tradition, die von der ersten Generation, die wir vorhin gesehen haben, bis über den Fritz Stiegler als aktuellen Bauern noch und der natürlich stark in der Landwirtschaft verankert ist, aber bei ihm natürlich auch das Besondere auch. Er schreibt auch Musicals, er ist literarisch, sage ich mal, sehr beschäftigt mit Dingen, Bücher zu verfassen. Und das ist schon eine Besonderheit, die er da mitbringt, auch Feingespür ein bisschen zu entwickeln, auch was diese Formen anbelangt. Wir hatten uns am Anfang schon sehr darüber unterhalten, wie wir den Hof dann auch ausrichten dahingehend, dass wir wirklich auch diese landwirtschaftlichen Produkte auch ein bisschen ins Zentrum rücken und haben uns auch sehr darüber unterhalten oder oft darüber unterhalten, wie diese Form wohl sei und wie modern man hier bauen kann und wo man auch dieses Produkt wiederfindet. Ja, das ist nochmal die Eingangssituation. An dem Foto vielleicht nochmal ganz schön gezeigt. Mir war es dann auch wichtig, dass wir diese Naturmaterialien, dieses Kiefern- und Fichtenholzes dann auch natürlich an die neue Form überträgt, um einfach über das Thema Holz und Stein, über die Materialität eine Verbindung zu schaffen für den gesamten Hof. Der Aufbau dann des Wohnhauses ist 2 Jahre später erfolgt. Hier sehen wir im Prinzip nochmal die konstruktiven Elemente, eine Holzelementbauweise, die auf einem Sockel aufgebaut worden ist, der schon wieder halb im Boden steckt, der sich dann nach außen hin zur Straße orientiert mit dem Thema des Sandsteins wieder. Und man sieht hier auch noch ganz gut, wie wir auch hier mit dieser Form, mit der Knappheit der Dächer schon umgehen, also auch nicht die ausladenden Dächer, sondern auch wieder als Stilelement die Knappheit reduzierte Form. Hier im Untergeschoss sehen wir so ein bisschen das Teil der ersten Generation, wo die Mutter und der Vater des Bauern dann eingezogen sind. Das wird später dann auch nochmal der Obstgarten und der kleine Gemüsegarten, den die pflegen und natürlich aktiv teilweise mitarbeiten, auch am Hof. Im Obergeschoss der Kinderbereich, der späteren mit dem Südbalkon und die Ausrichtung eigentlich dieser neuen Form. Haben wir auch lange überlegt, warum wir jetzt dieses Wohnhaus nicht mehr giebelständig reinstellen. Das hat in erster Linie natürlich mal mit der Hofvergrößerung zu tun, weil die Innenhoffläche wesentlich größer geworden ist, aber auch mit der Ausrichtung der Himmelsrichtungen. Wir haben hier jetzt fast eine reine Ost-West-Ausrichtung der Längsseiten, das heißt also auch eine Belichtung, die eigentlich der Wohnform am Land ganz gut dient. Man steht früh auf, man hat die Möglichkeit, Ostsonne mitzukriegen, man geht mit der Sonne oder auch dann später etwas ins Bett. Das heißt also, dieser landwirtschaftliche Rhythmus, wo der Jungbauer dann einmal zur Ruhe kommt und sich mal auf seine eigene Terrasse geschützt hinten setzt, zur Westseite orientiert und natürlich dann auch der südliche Teil für die erste Generation, eigentlich mit dem kleinen Bauerngarten und mit dem, was da entstehen kann entlang der Straße. Und insofern
haben wir diese Topografie, man sieht es ja eigentlich ganz gut, die auch mit der fallenden Straße zu tun hat, auch nochmal ganz gut aufgefangen mit diesen Stützwänden und Mauern, die wir dann mit dem aus Sandstein aus den alten Scheunen natürlich wieder verwendet haben. Hier nochmal konstruktives Detail, das was ich gerade angesagt habe, knappe Dachränder, eine Holzschalung in ganz einfacher Form, Wiederverwendbarkeit dieser traditionellen Lüfttechnik, sage ich jetzt einmal, oder halbtransparenten Verkleidung für die Balkone, aber auch dann in sehr knapper Form wieder einfach mit wenigen Materialien zusammengeführt. Hier nochmal ein Schnitt durch, das sieht man eigentlich ganz gut an, wie wir uns das gedacht haben, außen eben einfach den Geländesprung mit den Naturmaterialien zu übernehmen. Man sieht hier den Keller, der natürlich von vielen auch genutzt wird. Der orientiert sich ja an der Nordseite als kleines Eingangsbauwerk und als Pforte auch in den Hof. Da passieren natürlich viele Dinge. Da gibt es eine kleine Küche, da sind die landwirtschaftlichen Mitarbeiter alle unterwegs, um da unten nochmal zu duschen, auch mal zu übernachten, dort mit einer eigenen Küche sich dann auch zu verpflegen. Dort ist auch die erste Generation noch unterwegs. Dort gibt es einen Backofen von der Mutter, die nach wie vor dann alle miteinander versorgt. Und auch die Nähmaschine. Und im oberen Bereich sieht man dann diese konstruktiven Holzaufbauten, die mit kleinen Gesten dann auch nochmal hier und Schiebeläden so ein bisschen diese eingezogene und Übergangszone in den Westen auf die kleine intime Terrasse nochmal darstellen. Hier nochmal ein Schnitt. Im Prinzip ist es bei uns so der klassische mittelfränkische Baucharakter mit den Mittelfluren, also zentrale Treppenhäuser, die natürlich in der Ursprungsform durch das Haus hindurchführen. In dem Fall aber die klassische Mittelflurtreppe, die eigentlich dieses Wohnen schon mal mit dem Hof in den verschiedenen Ebenen verbinden soll und gleichzeitig als gemeinsame interne Treppe ja, das Wohnen, das Austragshaus und die Hoffunktionen miteinander verbinden soll. Das haben wir gerade schon im Detail auch mal gesehen, dieses Einziehen, eher der skulpturale Ansatz zu sagen, eine klare, ruhige, klassische Bauform und dann einfach diese eher schützenden Elemente wie Fenster, die etwas zurück sind in die tieferen Leibungen, dafür ein bisschen Licht verlieren. Das haben Sie vielleicht vorhin auch gesehen oder sieht man vielleicht noch so ein bisschen diese Engadiner Fenster auch angedeutet, wo man einfach den Lichteinfall nochmal in die Räume vergrößert und hier auch diese geschützten Fassaden im Prinzip dann leicht skulptural nach innen einzieht. Nochmal die Ansicht, die eigentlich ganz gut die Materialität nochmal darstellt, das zurückhaltende Thema der Geländer. Das hier, hier hatten wir noch ein ruhiges Stahlgeländer und später dann nochmal dann wieder auch entwickelt, hier mit Naturholz dann ranzugehen, weil nämlich aus dieser Naturholzverschallung dann ein leichter Vergrauungseffekt ja schon aufgetragen wurde, um es dann nochmal zu beruhigen in der Gesamtform. Hier nochmal die Längsseite mit den Schiebeläden, mit den leichten Einnischungen. Ja, und dann nochmal ein paar Fotos vielleicht dazu. Hier nochmal das Thema der Materialität. Sind jetzt hier natürlich auch ruhige moderne Elemente mit enthalten, aber versucht trotzdem zurückzuhalten, eher der Natur den Vorrang zu lassen. Und hier schon die ersten Ansätze des kleinen Bauerngartens der kleinen Wohnung, der kleinen Austragswohnung, die im Süden dann sich nochmal räumlich aufzeigt. Ja, im Prinzip dann mal so ein Luftbild, das irgendwann von später Zeit mal von Freunden auch gemacht worden, die dann drüber geflogen sind, sagt, Mensch, entwickelt sich ja toll, man sieht hier ganz gut die alten Strukturen, jahreszeitlich dürfte es wohl irgendwann in der Übergangszeit oder in der frühen Frühlingszeit schon sein, das Wohnhaus hier an der Stelle ist gerade am Entstehen. Die Dächer werden jetzt in nicht mehr allzu langer Zeit auch belegt werden mit energetischen Photovoltaikzellen, also zur Gewinnung, obwohl ja in den Außenbereichen schon sehr viel mit Solarstrom gearbeitet wird. Hier nochmal von der anderen Seite, im Prinzip auch die Hochform wieder erkennbar, da hinten dieser Reiterhof, groß im Übergang. Und dann das Thema natürlich, was ich ursprünglich auch schon mal ein bisschen in Ansätzen schon mal angezeigt habe, das Thema der Wiederverwendbarkeit ist ja ein großes Thema eigentlich und ist auch ein wichtiges Thema.
Wir erleben immer mehr jetzt auch bei uns in den kleinen Dörfern, nachdem der Herr Pastor das vorhin schon angedeutet hat, wie er die große Welle ja dieser, ja, ich sage es mal anfänglich, Krebsgeschwüre im Außenbereich der Dörfer bemängelt haben, diese unkontrollierte Entwicklung. Das Gleiche erleben wir eigentlich jetzt im Nachgang bei den vielen kleinen Orten, spezifisch im Kern, da wo Höfe aufgegeben werden, keine neuen Strukturen stattfinden können, keine neuen Nutzungsstrukturen. Und das Bedauerliche ist einfach das, dass es ganz schwierig ist, diesen hohen Wert an vorhandenem Material wie Sandstein, Naturstein oder auch gebrannten Ziegel, der bei uns auch eine hohe Wertigkeit und Beständigkeit hat, das den Menschen nahezubringen, dass sie eigentlich das ein riesiger Verlust ist, wenn man es nicht wiederverwendet. Und wir haben das bei uns, und das sieht man hier, deswegen auch dieses Bild nochmal, wo man auch sieht, wie ein Hof dann auch benutzt wird. Der ist dann nicht immer EDPDD fein und der Vorzeighof, da ist mal zwischenzeitlich, steht da auch mal hier ein Gastank mal da, der eben gebraucht wird, oder da hinten stehen Paletten oder davor stehen wieder Dinge, die man in der Landschaftswirtschaft braucht. Aber warum ich jetzt hier nochmal zeige, ist im Prinzip mal ein Augenmerk auf das Pflaster. Auch das ist hier ein Thema gewesen. Wie wird denn der Hof wieder befestigt? Wie wird er denn wieder funktional gut gestaltet? Und es ist so, entsteht viel Verkehr durch Traktoren und landwirtschaftliche Geräte, aber man sieht auch hier, der Bauer hat sich dann Betonpflaster aus einer ehemaligen Industrieanlage geholt. Man sieht hier diese gelben, weißen Markierungen nochmal. Da haben wir uns lang überlegt, sollten wir da eine Struktur machen? Und dann haben wir gesagt, nee, wir setzen das einfach im wilden Verband hier in den Hof hinein. Und man sieht, es entsteht dann eher so ein Zufallsthema in den Hof rein mit einer leichten Farbigkeit. Ist fast eher eine Karikatur auf die geordneten Strukturen, aber zeigt auch, wie man umgehen kann mit diesem Material, ohne dann was falsch zu machen. Oder im Gegenteil natürlich auch viel, viel richtig damit zu machen, wenn man diese Materialien wiederverwendet. Ja, ich habe sie jetzt versucht, sie ein bisschen über die Entwicklung des Hofes und wie hier alles zustande gekommen ist, zu informieren. Die Anlage hat mittlerweile schon eine große Öffentlichkeit. Sie hat einen Deutschen Landbaukulturpreis auch gekriegt, eben einfach, weil auch diese Wiederaufbausituation und dieses Erneuern und dieser Zukunftsgedanke in diesem Thema steckt. Es ist ein Holzbaupreis in Bayern gewürdigt worden und auch jetzt ausgestellt worden in Regensburg bei dem Gastronomie- und Tourismuspreis. Hat eine ganz tolle Anerkennung gekriegt. Also es ist ein Projekt, das gut ankommt, das Atmosphärische unserer Dörfer auch mit einem zeitgemäßen Charakter und funktionalen Charakter verbinden kann. Und deswegen eigentlich nochmal dieses Abschlussfoto, wo man einfach sieht, was uns nochmal wichtig war, kleine Höfe, Dachlandschaften interpretiert, verschiedene Nutzungsformen zusammenzubringen, und den Charakter des Dorfes im Prinzip einfach weiterzuschreiben. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich stehe gerne zu Fragen zur Verfügung. Wir schalten uns jetzt wieder zu Ihnen. Frau Foster, gerne das Wort wieder zurück übertragen. Vielen lieben Dank, Herr Dürschinger, für dieses wunderbare Projekt und die sensible Beschreibung des Ganzen, den Umgang. Jörg, du hast bestimmt gleich eine Frage. Ja, klar, habe ich eine Frage. Nochmal zurück auf das ganze Projekt. Eigentlich habe ich so ein bisschen Erinnerung, es sind so zwei Bereiche da. Es gibt einmal so dieses Bild, ja, der schönen ländlichen Struktur, das ist natürlich die alte Schmiede, das historische Gebäude, das stehen geblieben ist. Und dazu gehört dann eben auch das Verkaufsgebäude. Aber die übrige Gebäudefolge dahinter ist ja wirklich ganz strikt eigentlich als Wirtschaftsgebäude entwickelt, wurde mittlerweile aber auch schon wieder umgenutzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist also eigentlich eine ganz robuste Struktur, die dann angeeignet werden konnte. Ja, das war aber von Haus auf schon so angedacht. Wir haben ja mit einer kleinen Einheit und der ersten Produktion begonnen, auch zu produzieren. Und ich habe es vorhin schon im Gespräch angedeutet, das hat sich natürlich weiterentwickelt.
Dieses Nussthema ist mittlerweile in der Eisproduktion, bei Spitzenköchen, in der Schokoladenproduktion ein großes Thema als qualitätvolles Landwirtschaftsprodukt. Es hat natürlich dann auch zugenommen, was die ganze Produktion und die Aufbereitung der Nüsse im Nachgang erfordert hat. Also aus dieser kleinen Werkhalle, die hinten mal so ursprünglich als Werkstatt entstanden war, ist mittlerweile schon Aufbereitung und eine Weiterentwicklung in die Tiefe erfolgt. Ihnen ist bewusst, dass Sie uns eine unglaubliche Lust auf Haselnusscreme machen mit Ihrem Vortrag. Oder Schnaps oder. Ja, genau. Ich muss sagen, das Faszinierende ist wirklich dann plötzlich dieser Switch von der Familie Stiegler auf die Produktion von eigenen Haselnüssen, dem Rösten von Haselnüssen, der Produktion von Haselnuss-Nougat. Das hat auch diese Röstmaschine, die auf dieser Art Bühne in dem Verkaufsraum präsentiert ist. Und dann geht es natürlich los in der ganzen Konfektion der Verpackung. Das muss natürlich lebensmittelrechtlichen Bedingungen folgen. Und insofern sind dann eben diese hohen Gesundheitsamtsanforderungen. Und das sind eigentlich Räume im Haus entstanden. Also eigentlich ein Haus im Haus, in der Box drin, und die sind immer weiter gewachsen, und das sind dann wirklich, also entsprechend aller gesundheitsamtlichen aktuellen Bestimmungen, absolut reine Räume, die sie drin haben. Also wirklich zur Lebensmittelverarbeitung. Ja, das kann ich nur bestätigen. Da hat sich dieses Konzept Haus in Haus richtig bewährt, weil es sind ja im Prinzip Standardprodukte oder Standardbauteile, die da eingefügt werden, von den Kühlzellen bis Oberflächenbeschichtung, bis zur Behandlung, hygienischen Behandlung dann. Das hat ja teilweise einen sehr klinischen Charakter, und insofern muss man sowas nicht unbedingt dann nach außen zeigen. Es ist ja nicht das klassische bäuerliche Thema. Da hat dieses Thema Haus in Haus sicherlich geholfen, in diese großen Hüllen dann die entsprechenden Funktionen auch unterzubringen. Und das ist auch zwischenzeitlich schon geschehen in den nachfolgenden. Wir haben einige Fragen aus dem Publikum. Jörg, die würde ich gerne ganz kurz stellen, wenn das für dich okay ist. Einmal die Frage, wovon Sie die Bauherren am meisten überzeugen mussten, oder haben die Bauherren Sie vielleicht überzeugt? Das ist natürlich eine berechtigte Frage immer. So beginnt ja jedes Projekt, wenn man sich aufeinander einlässt. Aber es war natürlich für uns schon ein spezielles Projekt. Das muss man sehen. Und es war, ich will jetzt nicht so sagen, eine Notsituation, die dann die schnellen Entscheidungen auch gefordert haben. Es war schon ein Vertrauen vorhanden von dem ersten Gespräch an, dass man einfach sagt, man arbeitet hier zusammen in die richtige Richtung. Ich denke, das ist unheimlich wichtig auch. Was ich natürlich bei vielen Architekturen erst aufbauen muss mit dem Bauherrn, dass man eine Vertrauensstellung sich natürlich zusammen erarbeitet. Das war hier natürlich eigentlich das Machen sofort. Also es war so eine Geschichte, es muss ganz schnell was passieren, wir müssen wieder aufbauen, und Architekt, du bist unser Mann, und es war natürlich ein Vertrauensvorschuss. Was hältst du denn für richtig? Natürlich, wenn man jetzt aus der Gegend kommt und dort auch aufwächst, dann hat man natürlich auch eine schnellere Verbindung über die Sprache und über die Form. Das ist klar. Aber es wäre sicherlich auch nicht anders gegangen. Mich selbst persönlich reizt es aber sehr, das Thema, muss ich dazu sagen, weil ich auch für die Firma Kartäuser, die ja bekannt ist für Modulbau, auch ähnlich in der Arbeitsweise schon unterwegs war. Das ist auch so fast ein skulpturales Arbeiten mit dem Material. Also man hat eine Idee, die wird innerhalb von einem doch sofort ins Praktische umgesetzt, und man sieht dann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es war quasi wie ein Handwerkszeug, das man an der Hand hat und sagt, Mensch, nee, und dann kam eben der Anruf oft dann auch vom Bau und sagt, komm mal raus, die sind jetzt gerade da, wir brauchen jetzt ein Teil für die Rinne, wie machen wir das? So, und dann fährst du hin und dann machst du die Skizze und sagst, so stelle ich mir das vor, und einen Tag später hängt das Ding schon dran, und dann sagt man, okay, das ist so, oder es muss nochmal verbessert werden. Also interessanter Ansatz, der sicherlich nicht immer so ist oder nicht immer so sein kann. Gab es denn bei dem Entwurf auch eine Beteiligung der Bauherrenschaft bzw. Nachbarschaft, also im Sinne der Partizipation gedacht? Also man muss dazu so sagen, der Stieglershof hat schon eine Alleinstellung mit der Haselnuss. Dieses Thema Haselnuss, das ist mittlerweile so weit gedient, dass die Haselnüsse auch schon woanders herkommen müssen.
Und nicht nur jetzt vom Stieglershof, sondern es gibt dann auch schon andere Bauern eben in der Metropolregion, die dann teilweise unterstützen, wenn jetzt zum Beispiel eine Produktion im Ausland. Also rein jetzt, was das Wirtschaftliche anbelangt, eher weniger. Aber es sind Leute da aus der Nachbarschaft, die schon mit verkaufen, die schon mit einsteigen, die mit pflegen und die vor allem jetzt, was den Bau natürlich betrifft, extrem stark beteiligt waren. Die man zumindest jetzt am Anfang mit dem Thema des Reinigen, des Wiederherstellens einfach mal einer Hoffläche oder der Infrastruktur, die müssen vorstellen, eine Woche im Brand heißt, es sind sämtliche Kanalleitungen dicht durch das Löschwasser. Das muss alles erstmal gereinigt, wieder in den Ursprungsraum. Da waren die Nachbarn sofort da, haben dann wieder zugeholfen. Und auch die Nordseite, an die wir wieder rangebaut haben, das ist ja auch ein Bauernhof, bei dem ist ja die ganze Giebel reingefallen auf seine Seite und hat dann auch Teile zerstört. Die waren da sofort da und haben gesagt, Mensch, du kannst da wieder so bauen. Wir geben dir sofort die Möglichkeit, bau wieder so hin. Und das war dann wieder wichtig für das Baurecht, dass das Landratsamt gesagt hat, was sagen denn da die Nachbarn, um einfach wieder auf die Grenze zu bauen. Also das Ganze geht nicht ohne diese Mithilfe. Jetzt gehen wir nochmal auf das etwas globalere Thema über. Hier haben wir einmal die Frage, welche Optionen oder Möglichkeiten Sie sehen, konkret in kleinen Dörfern oder kleineren Dörfern eine neue Struktur und somit auch eine Wiederbelebung zu geben. Und wie lässt sich das eventuell auch auf die gesamte Region übertragen? Oder sollte man die Dörfer einzeln betrachten? Ich würde mal sagen, also zumindest kann man eine Standardformel entwickeln. Das wäre, glaube ich, nicht das Richtige. Auch was jetzt das Thema des Rückzugs aufs Land betrifft, das ist natürlich eine Chance jetzt, auch natürlich mit Corona, mit all den Dingen, wieder des differenzierten Lebens, auch wieder, dass das Land eine größere Bedeutung kriegt. Aber man kann nicht ein grundsätzliches Rezept verteilen und kann sagen, das wäre dann für alles richtig. Denn es kann nicht x Haselnussbauern geben, sondern es gibt vielleicht andere Möglichkeiten wieder, mit anderen Produkten natürlich auch eine Wiedererkennung zu erzeugen. Und sicherlich wird es dann, und ich habe auch schon Anfragen jetzt aus anderen Gemeinden, die sagen, Mensch, ich möchte auch gerne mal einen Hofladen machen, ich mache Gemüse oder ich möchte ganz besondere Gemüseanbau machen. Im Moment haben wir eine riesige Diskussion, ob zum Beispiel das Thema der Gewächshäuser bei uns am Land angesiedelt werden. Das sind ja Riesenstrukturen, die aus dem Knoblauchland bei uns, aus der Metropolregion dann rauswandern und natürlich hektarweise Land versiegeln. Also alleine schon diese Diskussion ist eine riesige. Wir wissen, wir brauchen vielleicht unabhängige Lebensmittelproduktion über die Pflanzhäuser, aber es hat natürlich Konsequenzen, sich darüber Gedanken zu machen. Was aber für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, das ist für mich eigentlich die Betreuung dieser Menschen, dieser Leute. Früher hat es diese klassischen Kreisbaumeister gegeben an den Landratsämtern. Und das war die Anlaufstelle eigentlich, die erste einfache Anlaufstelle für jeden Bauern, der Veränderung vorhatte, am Hof, durch die Produktion. Weil sie beraten waren, die gibt es nicht mehr. Wenn heute ein Landwirt an ein Landratsamt geht, dann schlägt er da, dann muss er in der Rechtsabteilung und die erzählen ihm dann was über das Baurecht und den Brandschutz und all diese Dinge und dann ist er überfordert. Ja. Und dieses, denke ich mal, der erste Schritt wäre überhaupt, diese Menschen wieder an die Hand zu nehmen mal und entsprechend zu beraten, dass man es in die richtige Richtung lenkt. Dann denke ich auch, dass man vernünftige Strukturen da wieder entwickeln kann. Natürlich, also eigentlich geht es ja um Wissensvermittlung, oder? Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Also eine gewisse Sensibilisierung und Wissensvermittlung. Es ist Wissensvermittlung, es ist an die Hand nehmen und es ist vor allem, so wie das bei uns im bäuerlichen Bereich eben der Fall ist, einfach ein Rezept zu bieten. Dass man das überzeugt, einfach zu sagen, entwickel dich in die Richtung. Ich glaube, dass die Landbevölkerung, aber viele Bauern bei uns da schon bereit wären, wenn sie einen Weg zumindest mal aufgezeigt bekommen würden. Und das fehlt ein bisschen und dann geht es zurück, dann überlässt man das Land, dann gibt man ganz auf. Es sind ja viele Nebenerwerbsbauern auch schon mittlerweile da, die halbtags arbeiten. Teilweise Land machen, dann haben wir lange die Landflucht gehabt, die jungen Menschen gehen raus, aber das hat natürlich vom Gesamtkonzept ist das eine wichtige Geschichte, auch eine Zukunftsperspektive zu erzeugen für die jungen Leute. Wie jetzt im Stieglershof, dass die nächste Generation auch wirklich sagt, das mache ich gerne, das ist ein Zukunftsmodell und da
müssen mit Sicherheit verschiedene Strömungen miteinander verbunden werden, um das dann in die richtige Richtung zu lenken. Generalkonzept wird es nicht geben. Aber ich denke, über die Form und über die Architektur und über das Atmosphärische ist schon unheimlich viel erreicht. Die Menschen müssen da angesprochen werden, dass sie einfach wieder auch eine, wie will ich das sagen, eine Lebensform für sich, die Qualität hat entdecken, die mehr ist als Stadt oder die mehr ist nur in die Diskussion, muss ich mein Kind 3 Kilometer in die Schule bringen. Und denke, da können wir Architekten schon dann auch was dazu beitragen, dass das schon, dass da schon eine Stimmung oder eine Atmosphäre erzeugt wird für sowas. Na, und ich kann mir vorstellen, dass viele Städter tatsächlich auch regelmäßig dahin fahren, wahrscheinlich, ob der Qualität, die da geboten wird. Also sowohl architektonisch als auch im Sinne der Haselnussprodukte, die sie dort eben tatsächlich auch anbieten. Ne? Ja, ist richtig. Also ist richtig guter Zulauf da. Es gibt auch eine bestimmte, natürlich eine bestimmte Schicht, die das auch will, eine Bevölkerungsschicht, ja, die sich auch leisten kann, das muss man ja auch dazu sagen. Aber die nimmt zu und auch selbst das muss man jetzt schon da kanalisieren. Also ich weiß es von internen Gesprächen so, dass am Hof man sich jetzt schon unterhält, wie weit öffnet man sich? Mhm. Wie sehr geht man jetzt in eine größere Produktion? Oder bleibt man lieber an der Qualität, bleibt man lieber im Kleinen? Mhm. Das wird im Moment, glaube ich, schon sehr, sehr anerkannt von den Menschen, dass sie da einfach diese Nachverfolgung, diese Linie, diese Struktur aus dem Lebensmittelprodukt bis in den Verkauf erkennen. Jörg, ich glaube, aus dem Publikum haben wir keine Fragen mehr. Möchtest du noch eine abschließende stellen? Ich möchte vielleicht noch einfach nochmal auf diese Besonderheit drin hinweisen, dass so Projekte wie diese Hofstelle Stiegler es natürlich schaffen, dem ländlichen Raum und auch dem jeweiligen Dorf überhaupt ein Gesicht zu geben. Also das ist ja oft dieses Wegbrechens. Wie kann aktuelle landwirtschaftliche Produktion aussehen? Dass sie entweder als Agrarfabrik daherkommt, was gerade kontrovers diskutiert wird, oder dass es ein romantisches Bild gibt, das aber auch überhaupt nicht stimmt, also das so nicht gelebt werden kann. Und das Spannende an dem Projekt finde ich diese Transformation in eben zu einer Form der landwirtschaftlichen Produktion, die lebbar ist und die gleichzeitig auch mit dieser Verkaufsstelle Erfahrungsraum für die Bewohner der angrenzenden Metropolregion ist. Wie sieht ein Hof aus? Und auch ein Anlass bietet, also für eine Exkursion, eine Erkundung, wie sieht es da im ländlichen Raum überhaupt aus? Das ist ja ein Thema, das in diesem Jahr dann auch wieder so eine gewisse Konjunktur erfahren hat. Und ich glaube, da leistet so ein Projekt wirklich so eine Vorreiterrolle, dass es einfach so ein bisschen so Möglichkeitsräume markiert, die natürlich in anderen Orten dann den jeweiligen Gegebenheiten entsprechend transformiert werden müssen. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir ständig Haselnusscreme essen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die ganz nett schmecken können. Also, ja, das ist richtig, was Sie sagen. Und vor allem, es ist natürlich immer unterschiedlich, wo entstehen diese neuen Strukturen. Wenn wir das Metropol Knoblauchsland ansehen, da haben wir eher Industriestrukturen, die vielleicht auch wieder eine ganz andere Ausdrucksform der Landwirtschaft ermöglichen, was das Thema Gewächshäuser oder das Thema der Produktion von Lebensmitteln anbelangt, während wir natürlich draußen im Dorf natürlich unheimlich stark aus meiner Sicht mit der Materialität arbeiten müssen. Ich denke, dass das Baumaterial, die Art und Weise, wie wir reagieren auf die Landschaft mit den Dingen, ganz extrem entscheidend ist, wie die Menschen das annehmen. Das ist nicht nur die Struktur selbst, sondern auch diese Materialität, die wir weiterführen müssen. Und ich denke mal, daran scheiden sich die Geister. Ob ein Gewächshaus, das dann 3 Kilometer lange Glasfront hat, mit Glasdächern, natürlich in der Landschaft steht, oder ob das strukturierter Bau ist, der aus dem Material der Umgebung entsteht, mit Holz, mit Dingen aus dem Grün. Also wir haben da schon Möglichkeiten, darauf zu reagieren, auch auf größere Strukturen. Und das wird im Moment, glaube ich, fehlt so ein bisschen an Kreativität. Aber für mich ist es Entscheidende, dass die Menschen das dann auch annehmen und jetzt dann nicht nur in eine ablehnende Haltung kommen, was das anbelangt. Ja, vielleicht dazu auch noch, was Herr Duschinger gerade sagte, das gehört für mich auch zu den faszinierenden Aspekten dabei, dass eigentlich da ein Beispiel dafür ist, wir bauen es ganz bewusst auf das Reuse setzt, auf rezyklierbare Materialien. Also es gibt da so, Herr Duschinger hat es erwähnt, es gibt diese großen
Sandsteinbrocken, die dann wieder verbaut wurden. Das sieht da so ein bisschen romantisch aus natürlich. Aber es gibt auch wirklich in der ganzen Umsetzung, dass die Pflasterung des Hofes tatsächlich ein Reuse ist von Material, das vorher schon in der Verwendung war. Oder es gibt, glaube ich, auch den Fall, dass die Balken zum Teil, die den Brand so in etwa überdauert haben, die noch brauchbar waren, dass die wirklich, als es um die Umkleidung der einen Scheune ging, bis in Gattersäge dann geschickt wurden und zu Brettern gesägt wurden und dann eben die neue Gebäudehülle ergeben haben. Das sind einfach so Beispiele von so einer ländlichen Ökonomie, die eben auch drauf schaut, wie können die Sachen weiterverwendet werden und nicht einfach so One-Way-Nutzung hat. Und auch das ist ein Ansatz, der in dem ganzen Projekt eingeschrieben ist, der, denke ich, viel Überlegungen anderer Anlass geben kann. Wir hoffen sehr, dass viele sich ihrer Idee annehmen, sich das Ganze zu Herzen nehmen und vielleicht in ihrer Region im ländlichen Raum ähnliche Projekte aufleben lassen. Ich würde an dieser Stelle jetzt, glaube ich, so langsam abschließen. Die Zeit, aber wir sind gut in der Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Döschinger, für dieses schöne Projekt, für Ihr Engagement. Und wir wünschen Ihnen an der Stelle ganz viel Erfolg auch weiterhin, auf dass noch ganz viele schöne neue Projekte entstehen werden, die wir vielleicht dann in 1-2 Jahren oder in 3 Jahren zu sehen bekommen. Vielen Dank an Jörg an dieser Stelle. Wie bereits am Anfang erwähnt, wir haben heute erstmal die letzte Damm-Lecture vor der Sommerpause. Wir sehen uns Ende August wieder, dann wieder gemeinsam mit Peter Schmal. Oder bist du, ja, du bist auch immer mit dabei, Jörg. Also ich vermute, der Peter macht es. Im Notfall bin ich gerne dabei. Genau, wir freuen uns drauf. Die Jung Lectures wiederum, davon wird es noch 2 geben, bevor wir uns in den Sommer verabschieden. Nächste Woche am Donnerstag, gleiche Zeit, gleicher Ort, sprechen wir über Konversion als Chance. Gemeinsam mit Barbara Pusinke von RKW Architektur aus Düsseldorf und Jürgen Geiser von Blocher Partners aus Stuttgart. Und am Dienstag darauf, am 4. August, gibt es eine englischsprachige Lecture zum Thema Responsibility, also Verantwortung. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Freuen uns sehr, wenn Sie wieder einschalten. Und ich wünsche an dieser Stelle allen Beteiligten einen wunderschönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit an die Gäste. Vielen lieben Dank, Herr Döschinger, an Sie. Und vielen Dank natürlich an Jörg für deine Unterstützung heute Abend. Und wir freuen uns sehr auf das nächste Mal. Herzlichen Dank. Jawohl, ganz lieben Dank. Tschüss. Schönen Abend und ja, bis bei nächster Gelegenheit. Schönen Sommer. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.